Sprinterin Miriam Welter hat bei den European Championships in Glasgow den Sprung aufs Podium knapp verpasst. Die 31-Jährige aus Kaiserslautern verlor das kleine Finale gegen die Französin Mathilde Gross in 2 Rennen, darf mit ihrem Auftritt aber dennoch zufrieden sein. Bereits der Einzug in das Halbfinale war für die Pfälzerin, die eigentlich auf den Teamsprint spezialisiert ist, eine Überraschung gewesen. Dort war sie der Russin Anastasia Voinova in 2 Rennen unterlegen. Titelverteidigerin in dieser Disziplin war Weltes schwer verletzte Sprintpartnerin Christina Vogel. Die Olympiasiegerin aus Cottbus liegt mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung infolge eines Trainingsunfalls in Berlin im Krankenhaus.